Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Lee und wie ihr sehen könnt, zocke ich heute wieder Flash Contest mit euch zusammen. Ich habe lange überlegt, was ich für euch aufnehmen soll. Die zweite Folge des heutigen Tages ist ja wieder das Tagebuch. Das habe ich leider gestern vergessen, aber das bringe ich später. Dann um 9 gibt es wieder eine Folge The Evil Within 2. Also, was mache ich jetzt? Deswegen dachte ich mir, okay, wieso zeige ich euch nicht einfach mal meinen Tag, beziehungsweise 5 bis 10 Minuten lang, wie denn hier mein Tag so ein Flash Contest aussieht, wenn ich ins Game gehe. Als erstes wie immer hier das ganze Zeug ansammeln. An und für sich hatte schon seine Vorteile VIP 15 zu sein, aber diese Items hier sind einfach der letzte Crap. Man denkt so ganz am Anfang so, wow krass, wenn ich bis dahin komme, wird's cool. Aber Flash Coins und so weiter, ja, das brauchst du jetzt eigentlich fast auch nicht mehr, beziehungsweise man kommt so schnell daran, dass es unwichtig ist. By the way, ein richtig, richtig schönes Event. Meine Fresse. Zigarde, Grodon und Ho. Also ein komplettes Team bekommt man hier. Na gut, Zigarde braucht dann auch Zellen, die bekommt man hier nicht. Aber wer die englische Version zockt und überlegt sich das zu holen, ich kann es nur empfehlen, ganz ehrlich, denn dieses Team ist top. Okay, der Rest ist Käse. Da muss ich mal schauen. Ich will ja schauen, dass ich rege Gas bekomme. Mal schauen, wie schaut es bei Recharge aus. Ein bisschen nervig. Okay, hier gibt es momentan nichts zu holen. Okay. An und für sich nicht verkehrt, Valkyren hierbei. Viele haben mich mal gefragt, was kann man denn hier machen? Hier kann man das Wesen ändern. Ich brauche es momentan nicht, beziehungsweise es wird dann nicht geändert, sondern ausgetauscht. Deswegen, da war es jetzt schon 1,7 Millionen, bis ich das wieder trainiert habe, das dauert zu lange. Aber das hier sind schöne Events. Wer daran teilnehmen kann, nur zu, ist an und für sich top. So, dann schauen wir doch mal, ob wir hier Glück haben. Ich bin gespannt. 599. Ist zwar nicht viel, aber zumindest bekommen wir Konsum-Event. Oh, das wäre schön. Ja, aber das ist mir zu wenig. Ich überlege tatsächlich, ob ich hier nicht... Schauen wir mal. Diamonds. Gibt es hier nichts mit Aufladen? Ach, okay, ja. Okay, was will ich denn hier für 2000 bekommen? Bis zur Pikachu-Puppe. An und für sich lohnt sich das eigentlich gar nicht. Ach, jetzt gibt es hier sogar schon dieses Platinum Equipment zu holen. Mal schauen mal. Da habe ich aber was gesehen. Ja, das waren Shards, die ich da gesehen habe. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich hier mitmachen soll. Wie lange geht denn das Event? Noch heute oder auch noch morgen? Ja, okay, das geht auch bis morgen. Vielleicht hole ich mir morgen mal. Dann wie immer hier Black Curen trainieren. Ach ja, by the way, mich hat mal jemand gefragt in den Kommentaren, wie es sein kann, dass hier neu gefangene Pokémon schon diesen 500.000er Grundwert haben. Dass dieser 500.000er Grundwert und allgemein hier der Grundwert, den sie haben, wenn ihr sie fängt, hängt mit dem ganzen Zeug hier zusammen. Also mit der Medaille, beziehungsweise mit Gym Skill hier, mit dem hier, mit dem Journal, mit Talentbaum, Z-Ring, also mit all dem, was ihr so ranholen könnt, was ihr nicht direkt bei dem jeden einzelnen Pokémon macht, das ist eure Grundpower. Und deswegen haben die auch schon 500.000, wenn ich reingehe. Ach, na endlich. Okay. Und der 29. Gar nicht mal so schlecht. Ich liebe einfach die Server-Gyms. Weil allein die Pokémon verwendest du nicht. Und selbst hier nur einen Kampf mit diesen Pokémon so zu sehen, macht eigentlich echt Spaß. Und deswegen bin ich ein Fan von Mega Bibo. Das kann einfach richtig krass durchrasieren.
Hier muss man natürlich immer kontrollieren, ob die nicht schon Stufe 40 sind. Und wenn sie auf Stufe 40 sind, geht es unbegrenzt lange weiter, bis halt resettet wird. Sprich, es kann eine Woche dauern. Deswegen immer nachschauen. Du kommst. Ist auch gerade so mühselig, Zygarde-Zellen und Glurak-Y-Zellen zu bekommen. Ich hatte zwar, glaube ich, jetzt schon 40 Glurak-Zellen und 20 Zygarde, aber von Zygarde brauche ich 90. Und Glurak fehlen mir auch noch in etwa 20. Das ist einfach so. Die Diamanten sind kein Problem, nur halt jeden Tag dann immer holen und warten und warten und das ist nervig. Okay, hier hält sich alles gut. Man sieht schon, Kampf, Bug und Stil muss noch ein bisschen aufgebessert werden. Aber ja, okay, Dreier-Team mit 2,5 Millionen ist jetzt nicht die Welt. Wenn man überlegt, dass mein Arceus insgesamt 2,2 Millionen hat, da ja, ich müsste auch mal Stil ein bisschen trainieren. Solgaleo kann ich noch verstehen, aber Gierachie verwende ich gar nicht, genauso wenig wie Metagross. Da frage ich mich halt, wieso ich es trainieren sollte, ne? So, hiermit sind wir durch. Bum, bum. Und dann gleich rüber zum Z-Ring. Hier alles bam bam. Gar nicht mal so viel. Ach ja, wer sich noch nicht so ganz mit dem Z-Ring auskennt, wenn ihr hier zum Beispiel einen so einen Shard herstellen wollt, kostet das zwei von einem anderen, den ihr hernimmt. Deswegen mache ich jetzt beispielsweise noch nicht. Aber nur damit ihr Bescheid wisst, also letztendlich, wenn ihr das die ganze Zeit macht und hier so Shards, sag ich jetzt mal, herstellt von anderen, dann macht ihr ja letzten Endes Verlust. Deswegen immer gut überlegen, ob ihr das machen müsst oder momentan braucht. Mir brauche ich nicht. Ich hole mir immer einmal Zygarde und dann noch zwei, dreimal von Glurak, damit es einfach schneller vorangeht, ne? Okay, das hätten wir. Dann natürlich die Arceus-Shards nicht vergessen. Und letzten Endes ist es ja so sowas wie eure Währung. Wir können zwar relativ viel durch Monster-Reward oder Monster-Revolte, aber letzten Endes lohnt es sich, ist es nie verkehrt, hier noch ein bisschen was auf der Seite zu haben. Brauche ich Mystery Stone eigentlich nicht, ne? Ne, brauche ich hier alles nicht. Okay, hier sind wir durch, hier sind wir durch. Okay, das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Einfach nur mal so mein Tag, was ich hier so alles mache. Wenn ihr wollt, können wir jetzt noch mal kurz. Ja, das hier können wir auch noch machen. Mein Gott, ich glaube, ich muss niesen. Entschuldigung. Schauen wir mal, ob wir hier noch was finden. Das können wir jetzt noch geschmeidig durchmachen. Deswegen seht ihr schon hier für. Leider nichts gefunden. Deswegen am besten noch die anderen Supporter-Pokémon, damit wir hier halt einfach kräftig durchsehen können. An dieser Stelle, wie gesagt, war es mit dem Video, by the way. Heute sowohl in der deutschen als auch englischen Version Heavy Rain und Foggy. Beziehungsweise englische Version ist Heavy Rain schon vorbei. Deutsche Version, wenn dann dieselben Zeiten sind. Sollte da Heavy Rain noch sein bis 10:29 Uhr. An dieser Stelle war es auch schon wieder mit dem Video. Mal was Entspanntes, viel zwischendurch. Ihr seht so ein bisschen meinen Tag. Wie gesagt, später kommt noch Tagebuch und danach um 9 kommt der Evil Within 2. Die Folgen werden ganz interessant. Heute beginnt auch die neue Aufnahmesession, da werde ich weiterzocken. Ihr könnt auf alle Fälle gespannt sein. Bis dahin. Noch einen schönen Tag und danke fürs Zuschauen. Bis dann.